Willkommen, willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Dungeon Quest. Dungeon Crawl machen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Huch, doch, jetzt geht's. Flur 131, Enemy Power 5. Und was ist denn eigentlich das Buch hier unten? Ah, was ist das denn? Ein Kodex? Eine Sammlung von Informationen? Was sind Feeds? Sind das die Rare? Nee, auch nicht. Challenges? Dictionary ist also sowas wie ein Tagebuch, würde ich sagen. Legend Decks sind die Legends, die wir gefunden haben. 251 Legends gibt es und 34 mystische Items gibt es. So, ah, ich habe doch gewusst, irgendwo müssen doch diese Kack-Challenges stehen. Das sind nämlich genau die hier. 20.000 Gold, Collect Orbs, Break Destructibles, Kill Enemies, haben wir ja alles schon fast gemacht. Also das wiederholt sich halt immer. Kill Mythic Enemies, okay, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Kill Bosses, Kill Enslavers, 13 von 200, Kill Cartographers, 24 von 100, Find Items 2000, Find Legend Items, Find Crystals, Find Mist und Collect Maps. Oh, eine Map muss ich noch sammeln, da habe ich 25 von 25. Use Crystal, Use Mythstone und so weiter. Dann kommen wir jetzt zum Dictionary Affixes Crystals. Muss ich die anklicken? Achso. Ne, dann, ich dachte, hier war gerade was abgehakt. Was, wenn ich die anklicke? Ne, jetzt ist er wieder zurückgesprungen. Verstehe ich nicht. Ich klicke einfach mal alles an, würde ich sagen. Kann ich auch was anklicken? Ne. Large Loot Explosion. Es steht so, you will earn 10.000 Hero Points per Player Level for Completing. Da wird es mittlerweile schon Level 75, dann kriegen wir dann 750.000 Dingensen. Und ja, guck mal hier, Affixes. Jetzt ist er wieder zurückgegangen. Ich weiß, ich drücke einfach mal alles. Kann ja sein, dass es was bringt. Steht da zwar 400 Dingensen, aber das ist ja auch egal. Tack, 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 tack. Es ist alles, ach so, die müssen wir abhaken. Das sind sozusagen Dinge, die wir, es ist sozusagen unsere Aufgabenliste, sage ich mal. Und da wir schon unglaublich viel gemacht haben, eigentlich sollte hier fast wirklich schon alles weg sein, was wir gemacht haben oder was hier drin steht. Was eigentlich so viel, also außer das, die mystische Beste besiegen. Blablabla. Aber abhaken kann ich die nicht mehr. Okay, das heißt, einmal angehakt, sind die halt erledigt. Weapon Damage, Add FX, Add Level Change und so weiter. Und dann siehst du halt Disenchant, okay, haben wir auch schon. Das ist halt, was du noch machen musst. Talent, Special Socket. Weiß nicht, geh mal ziemlich weit hier nach hinten. Da können wir auch noch alles machen, alter Schwede. Okay, also kannst du wirklich extrem lang ne, alles abhaken und so weiter. Kriege ich also Dinge noch dazu? Increased Duration of Mirror Images by 1%. Alter, warum kriege ich denn alles noch Zeug dazu? Ist ja Wahnsinn. Hier, Might habe ich zum Beispiel noch nicht. Doch, habe ich auch schon. Ey, das ist ja ein bisschen OP, oder? Wenn ich das alles nehme jetzt? Okay, ich lasse das jetzt mal. Wizard, achso, hier gibt's, achso, für alle Klassen gibt es Legends, natürlich. Pets gibt's sogar auch noch. Found anywhere. Genau, ihr seht ja schon, was wir gefunden haben. Ist ja Spellbinder, The Void Tome. Magus Stone und Ignis Minion, das haben wir ja gerade aktuell angelegt. Star Pendant und so weiter. Also, die haben ja echt eine ganze Menge, was man finden könnte und so weiter. Hier ist dann halt für. Achso, es gibt sogar die Fundorte. Found in the Forest. Alles klar, sehr interessant. Und Mythics. Ach, das sind die Runenwörter, sind das die Mythstones. Ach du Scheiße. Okay, da muss ich mich auf jeden Fall mal schlau machen, welche Dings ich da benutzen muss, weil es gibt 34 Wörter davon. Heftiger Shit, muss ich sagen, wirklich. Okay, das werden wir auf jeden Fall irgendwann auf jeden Fall weitermachen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter. 69 Level, 69 Flur habe ich noch vor mir ungefähr, so mein gesetztes Ziel in etwa die 200. Weil danach denke ich mal, es ist einfach too much irgendwann. Genau, mir wurde in den Kommentaren übrigens netterweise geschrieben, es gibt einen, in Optionen gab es eine... bei Controls eine Option Map Always On, das heißt, ich muss sie selber nicht mehr aktivieren. Danke übrigens dafür nochmal. Und ja, ich würde sagen, es kann losgehen. Wir haben immer noch Punkte unverbraucht, dann werden wir dann mal direkt den Damage hochpunkten. So, zack,
Oh, Feuer, okay, sehr nice, dass wir Feuerelement aktiv haben. Das gefällt mir sehr. Ne, hat man gar nicht. You will find more items. Aber trotzdem ist es ein Feuerdings, ein Feuer. Nach, sag schon. Ein Feuerelement. Teilweise, okay, es ist unterschiedlich. Immer wieder unterschiedlich, je nachdem, wie der Dings Lust hat. Wie der Wirbel Lust hat, kommt mal wieder ein anderes Element. Ein Eislime. Drei Eislimes. Gleich mal alle kaputt machen, würde ich sagen. Pet, Level Up, Dankeschön, hallöchen Pet. Dass du Level Up gekommen bist, sehr schön. 1,1 Millionen Gold. Hm. Crystal Explosion, oh. Es gibt sogar eine Kristallexplosion. Also nicht nur eine Goldexplosion, wenn wir Gold finden. Sonst gibt es auch noch eine Kristallexplosion, wenn wir genug Kristalle finden. Oh, da haben wir einen Ice Slime. Okay, den kommen wir mit hier. Komm mit zum Boss. Wie kann ich gerade ein bisschen beschissen steuern, muss ich sagen. Das ist halt ein Touchpad. Gellit, hallöchen Gellit. Great Lucis 2, okay, das ist jetzt. Ah ne, Gellit ist noch am Leben. Gleich wird er aber sterben. Und da ist er down. Wieder ein paar Hero Points, Mythstone wieder. 113 von 225 Mythstones. Und da fehlen uns also noch ein paar. Auf jeden Fall müssen wir ein paar Runenwörter legen. Ich weiß schon, warum ich die nicht verkauft habe. Die werde ich auf jeden Fall später noch gebrauchen, denke ich mal. Und da seht ihr schon wunderbar, die Map ist immer on. Sehr cool, auf jeden Fall, danke für den Tipp. Das hätte mir vorher auf jeden Fall eine ganze Menge auch noch erspart. Aber gut, selbst schuld. Wenn ich so lange brauche dafür. So, können wir irgendwo durchlaufen oder machen wir alles kaputt hier? Brauchen noch ein bisschen Erfahrung, nicht, dass wir irgendwann zu schwach sind. Das ist ja auch nicht so toll. Wäre mal ganz cool, wenn wir noch Enemy-Level höher kriegen könnten, aber sind die Gegner, sind das Ding? Ne, sind es nicht. Ah, doch, da ist einer. Bisschen viele von diesen Frozen-Dinger gewesen, dachte ich mir schon. Also ein bisschen komisch. Aber gut, jetzt werden wir sie einfach mal wegschnetzeln, würde ich sagen. Ach, Blood Magic ist einfach so ein toller Stat, muss ich sagen. Echt cool. Einfach nur mega, mega cool. Okay, es scheint keiner mehr zu sein. Noch ein Kristall. Ja, da finden wir noch irgendwie 300. Dann haben wir das auch schon wieder geschafft, diese Quest. Aber eisig. Eisig. Da haben wir schon wieder ein Kristall. Ah, das ist toll. Aber wir brauchen die halt auch wirklich. Hier gibt es keine Festen. Also du hast wirklich immer random Chance da irgendwie Add Element oder... Alter, was ist denn das für ein beschissener Gang hier gerade? Add Element und so weiter zu haben, das ist schon... Und ja, Add oder Change Element will ich schon gerne haben. Oder Add FX und so weiter. Change Element würde ich schon gerne haben. Gold Explosion, na dann, mein kleiner Hundi, sammeln wir mal auf. Da haben wir noch einen Mythstone. Obst muss auch noch mitnehmen und so weiter. Ja. So ist das. Obst. So, wir haben uns mal den Bossgegner. Oh, sogar noch ein Champion mit dabei. Das ist sehr schön. Sehr schön. Oh, irgendjemand macht hier mir gerade richtig böse Damage. Achso, Thorns, alles klar. Weiß schon, warum jemand richtig krass viel Damage macht. Siehst du, unser Leben, wir was wiederkriegen und wir was sterben, naja, fast sterben. Das ist schon krass. Ah ja, Sounds ist schon richtig, richtig gemein, muss ich schon sagen. Das gefällt mir gar nicht so wirklich. Aber gut, wir haben es auch überlebt. Unglaublich viele Rare Items, sehr schön. Und Kristallabonnenten noch. Wir ratzen hier durch die ganzen Stages, durch das Wahnsinn. Eine Map muss ich noch finden. Dann habe ich auch diese Challenge dann erledigt. Auf jeden Fall kann man sich da ein paar Ziele setzen. Jetzt weiß man es ja, wo was ist. Schön, wirklich schön. So, ich denke mal, da ich da unten lang laufen werde, ist es der falsche Weg. Ich laufe einmal hier unten lang. Na, die in Skill, genau, sonst wäre ich fast gestorben. Ich brauche meinen Spellwimp. So, zack, irgendwann mal vergiften, glaube ich. Ist aber nicht so toll. Ah ne, ich bin das. Ich vergifte die Gegner. Sieh an. So, ist er schon tot? Weil er da gar nichts ausgehalten. Ich bin doch richtig. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Da haben wir, glaube ich, da haben wir ein paar Heroes. Ein paar Champions. Zack. Ich sehe zwar nichts, weil hier die ganze Zeit Eisbrocken runterkommen, aber egal. Wir greifen einfach mal an. Der Wirbel wird das schon richten. Würde ich sagen. Haben wir übrigens gerade ein Level bekommen, glaube ich. Wir sind schon wieder Level 79 und Level Up-Symbol ist da oben schon wieder. Und es geht aber auch schnell, ey, ist Wahnsinn. Hat irgendjemand Thorns? Ich habe gerade irgendwas mit Thorns gelesen, glaube ich.
Ne, doch nicht. Gracious, was auch immer Gracious bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay, es war aber immer noch nicht der Endboss, der Level-Gegner. Und ich glaube, danach könnte durchaus der Dings wiederkommen, dieser hässliche... Ah ne, diesmal kommt der Nix Gigas. Der Wurm ist wirklich das Schlimmste, finde ich. Weil er einfach teilweise nicht angreifbar ist, das ist nervig. Wirklich nervig. So, zack, 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 alle tot. Die kriegen das dann schon irgendwie hin. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal zum Bossgegner durch, wa? Alter, was sind das für beschissene Gegenden hier? Ist ja nicht normal. Frosty! Hi, Frosty! Was geht? Frosty ist ein bisschen frostig. Aber es ist cool, weißt du, Frosty, aber er ist voll. Oh, ist schon tot. Oh, guck mal, leid für dich. Inventory schon wieder voll, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Da habe ich Maps gefunden. Okay, muss ich auch gleich mal reingehen dann. Barrier, ein Ring. Also, das ist nicht so toll. Jetzt haben wir hier einen Kometen, ja, auch nicht so toll. Barrier ist auch unnütz. Die Kappe, 95. Aber empty, ja gut, empty Sockets halt, aber will ich doch nicht so haben. 10.400 DPS, aber wir haben weitaus weniger Damage, weil wir, weiß nicht warum, aber wir haben weitaus weniger. Extra Attack. Ja, damit hätten wir theoretisch wieder Malerpunkte, wenn wir das wechseln sollten. Ich finde das jetzt nicht so ganz berauschend, also deswegen lasse ich das auch mal. Was haben wir hier noch? Barrage. Okay, alles kann weg, glaube ich. Da kann alles weg. Zack, 40.000 und nochmal 58.000. Und hier haben wir nochmal 1098. Sehr schön. Okay, da wird sich das auch erledigt. Alles weg hier. 1,2 Millionen Gold. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen soll, aber okay. Ich werde auf jeden Fall noch bald einen Stash kaufen. Und lass mich raten, nix Gigas. Ne, doch nicht ganz. Okay, da fehlt anscheinend noch eine Stage. Ein, zwei Stages fehlen auf jeden Fall noch. Dann sind wir aber bei nix Gigas. Oh, you gain more experience. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Ein Erfahrungsschrein. 86.000. Ja gut, ist jetzt nicht allzu viel, wa? Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, wie geil jetzt der Schrein war, es absolut wert. Na gut. Geschenkte Erfahrung. Oh, ich bin eingefroren worden. Geschenkte Erfahrung. Da hinten muss ich hin. Boah, ich kann mich gar nicht bewegen, Alter, so langsam mich die ganze Zeit. Wahnsinn. Rare Helmet, Rare Helmet. Einer ist da, glaube ich, noch, ne? Ja, der musste noch. Genau, war noch ein Hero gewesen. Ein kleiner Hero. Das reicht aber auch schon. Ah, ne, falsche Richtung. Ups. Ja, der Wirbel ist schon nicht übel, muss ich sagen. Das gefällt mir. Gefällt mir. So, nächste Runde wird aber, glaube ich, nix Gigas kommen. Genau, nämlich dann, wenn ich mal den Part beenden will. Der wird da garantiert kommen, das kann ich jetzt schon sagen. Da haben wir wieder ein Rare Orb. Ah, ist das toll, wenn dieser Dings unterschiedliche Elemente haben kann. Das ist wirklich cool, muss ich sagen. Oh ne, nicht das schon wieder. Geht mir so ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Centra. Achso, das ist Explosive. Spannend. Da wollte ich nicht sterben. Das ist ein bisschen ätzend. Wenn ich schon wieder sterben. Das ist nicht so toll. Unglaublich viel Geld bezahlen zu müssen. Und wie, weiß ich nicht, 72.000 habe ich das letzte Mal bezahlt. War jetzt nicht so toll. Oh oh. Ich bin aber auch langsam, ey. Das ist Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, warum ich mit dem Touchpad nicht wirklich steuern kann. Bisschen ätzend gerade. Oh, die geht mir so ein bisschen auf den Keks, ey. Stirb! Du weißt, dass du sterben möchtest, siehst du? Ich wusste doch, dass ich sterben will. Okay, ja, machen wir jetzt noch den. Machen wir den noch jetzt. Wenn es nix Gigas ist. Ich denke mal, er wird es sein. Nein, okay. Dann kein nichts. Und das ist jetzt schon so ein Reflex, auf die Map immer zu klicken. Das ist ätzend. Und dann würde ich sagen, Leute, war es das gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Dungeon Quest wieder. Vielen Dank und bis dahin. Bye, bye.